Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid in dieser zweiten Staffel unseres RimWorld Beta 18 Let's Plays. Auf einer völlig neuen Karte mit ganz neuen Mods, ganz, ganz vielen Mods vor allem und ja, und euch natürlich. So, der Rick ist dabei, hier das Gestein abzubauen. Das ist sehr gut, denn das ist Stahl. Ich habe ja schon mal gesagt, eigentlich müsste das Eisen sein und man müsste das irgendwie raffinieren, aber naja, es ist eine außerirdische Welt. Warum soll dann nicht hier auch Stahl in den Wänden sein? Ne? Man muss da einfach auch ein bisschen Fantasie haben. Die ist nicht blockiert, die ist auch nicht blockiert. Wir müssen immer wieder gucken, bis ich hier dann irgendwann mal Boden drunter baue. Das ist aber nicht so wichtig, da kann ich besser mal hin und wieder gucken, ob es irgendwo ran fehlt oder nicht. So, wir können dieses Lager jetzt langsam auflösen, das ist nämlich hier vom Platz schlecht. Das haben wir momentan ja alles hier. Deswegen werden wir das hier löschen. Ich werde die Stelzen jetzt abreißen. Aber erst das Dach bauen, abbauen natürlich, denn sonst fällt es wieder runter. Und möglicherweise... Also diese Form von Lager, natürlich mit einem schönen Boden noch, die habe ich im letzten Let's Play schon einmal verwendet. Als wir noch im Sumpf gespielt haben und ich habe das eigentlich ganz schön gefunden. Das werden wir sicherlich auch nochmal irgendwo nutzen, nur an dieser Stelle nicht. Hier nicht. Hier möchte ich erstmal wieder neuen Raum haben für weitere Projekte, für irgendwas anderes. Dach ist weg. Das heißt, wir können die Stelzen abreißen. So, jetzt sollte das ganze Zeug mal lieber schnell getragen werden. Deswegen mache ich mal dringend tragen, weil das Holz verrottet. Ebenso der Stoff eigentlich alles. So, das muss jetzt einmal von Hand gemacht werden. Und wenn die Leute gleich aufstehen, passiert das auch. Im Moment halt Schlafenszeit. So, hier ist ein neues Bett gebaut. Worden. Und das ist sogar überlegen geworden. Das ist natürlich sehr schön. Und wir könnten von diesen ganzen Räumen, wir könnten ja mal eins für Gäste machen. Das Ding ist nur, ach, da kommen wir jetzt wieder. Ich weiß nie, wie viele kommen. Wir müssen sie leider nochmal wegschicken. Gästequartier, habe ich ja gesagt, werden wir hier bauen. Einen großen Raum mit mehreren kleineren Schlafzimmern. Im großen Badezimmer. Oh, jetzt geht's aber los. Menschenjagendes Rudel. Waschbären, na Gott sei Dank keine Wachs. Einer! Ja. Das ist, finde ich, okay. Es hätte schlimmer kommen können. Menschenjagendes Rudel, ein einzelner Waschbär. Schön. Ja, den müssen wir natürlich abschießen. Macht dann gleich der Rick. Der kann das am besten. Der Teddy macht's. So, Teddy kann's am besten. Gut. Ja, ebenfalls auch eine Mod hier und man sieht, was der Kolonist gerade tut. Anhand eines Bildes, man kann genau hinschauen. Ist. Und man kann, glaube ich, auch irgendwie. Moment, Teddy ist. So. Und man kann hinspringen zu dem, was er ist. Livy schläft und man kann zum Bett springen. Joe ist. Und man springt hier unten hin. Da ist irgendwie noch. Irgendwas nicht ganz in Ordnung. Es könnte auch sein. Jetzt habe ich den Waschbären verloren. Es könnte durchaus sein, dass wir im Laufe des Let's Plays auch auf einige Inkompatibilitätsprobleme unter den Mods noch stoßen werden. Und einige können auch daraus resultieren, da ist der Waschbär, dass wir das Spiel auf Deutsch spielen und die meisten Mods auf Englisch sind und ich weiß nicht, ob die dann mit der lokalisierten Version, mit der deutschen lokalen Version Schwierigkeiten oder Probleme, Kompatibilitätsprobleme haben. So, wir stellen den Teddy da mal hin. Dann kann er nämlich gleich direkt schießen. Kriegt er das hin oder rennt er? Ja, das klappt auch wunderbar. So. Da wird der Waschbär noch verlangsamt. Oh, jetzt muss der Treffer aber mal kommen. Okay, dann ziehen wir Teddy mal schnell zurück.
Livy hat natürlich die Pistole und könnte von hier oben einmal feuern, um das Feuer auf sich zu ziehen. Jetzt geht der Ricochet da durch, das ist natürlich nicht so schön, oder? Nee, tut er nicht. So, jetzt können wir Rick wieder rausstellen. Teddy, mein Gott. Ah ja, Livy hat's erledigt. Gut geschossen. Und neues Futter für uns, obwohl so ein Waschbär, naja. Wir essen ja alles, ne? Wir sind da nicht so. Rationen haben wir auch. Ohne Ende. Also alles gut. Die liegen hier natürlich ziemlich hässlich auf dem Boden. Bin in der Tat am Überlegen, ob man das vielleicht mal anders macht. Ob man das einfach mal mit Kühlschränken macht, statt mit einem Kühlraum. Und die dann hier platziert in dem Speiseraum. Dann könnte man hier noch einen Brauraum zum Beispiel machen. Raum, in dem ja, Bier gebraut wird. Das wäre eine Möglichkeit. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Das Problem ist halt, dass die Nahrung immer nur in 10er-Stacks geht. Und die Kühlschränke, wir können ja mal schauen. Der große Kühlschrank hat 4 Plätze. Da passen aber 40 Rationen rein. So, 40 Rationen. Hier können wir mit einer Kühlanlage, 200 Watt, weiß ich nicht, wie viele Rationen hier jetzt reinpassen, könnt ihr ausrechnen, lagern und in den Kühlschrank gehen 80 und der verbraucht halt auch Strom. Der verbraucht nicht 200 Watt, aber um das Gleiche speichern zu können, müssten wir ja eine ganze Reihe bauen und dann ist der Verbrauch, glaube ich, höher und das sieht natürlich dann auch komisch aus, wenn man hier 6-7 Kühlschränke stehen hat. Oder? Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Warum kriegt die Lampe keinen Strom? Das dürfte eigentlich nicht sein. Oh, okay. Es gibt eine gute Erklärung. Das kann ich akzeptieren. Wir müssen hier eh einmal rum. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir in jede Wand Leitungen setzen. Stromleitungen. Das ist ja schließlich eigentlich auch ganz normales Vorgehen. Ich meine, klar. Oh, nein, nein, nein. Malaria. Wer hat die Malaria bekommen? Teddy und Rick. Das ist gut, weil Livy ist die Ärztin. Dann müssen die beide auf unser Provisorium von Krankenstation. Und Livy kann... Ja, die Medizin. Die Medizin, die würde ich gerne hier lagern dann jetzt erstmal. Eine kleine Zone für Medizin. Halt, stopp. Nichts, wir wollen nur Medizin. Die nehmen wir dann hier auch gezielt raus. Da liegt schon jede Menge Medizin. Wir können sie auch drin lassen. Und diesem Lager einfach eine Priorität geben. Kritisch. Hier muss immer was drin liegen. Und dann kann Livy kommen und die Behandlung machen. Und die haben so gute Laune, die beiden. Das finde ich ja richtig klasse. Ah, die Behandlung erfolgt schon. Musste ich gar nicht selber machen. Moment. Versorgt Teddy wunderbar. Wunderbar. Das gefällt mir gut. So, gefüttert wird auch. So, nochmal werde ich das mit den Krankheiten jetzt nicht erklären. Schießrausch. Livy wird in den nächsten 3 Tagen genauer schießen. Und eine Vorratskapsel. Und da ist Yayo gestürzt. Yayo ist eine Droge. Können die Leute konsumieren. Wird geschnupft und erzeugt ein euphorisches Gefühl. Yayo reduziert das Schlafbedürfnis und unterdrückt Schmerzen. Macht aber auch sehr schnell süchtig. Von daher lassen wir es mal liegen. Haben wir eigentlich jemanden dabei, der Rauschmittel begeistert ist? Der also gewisse Gebote ignorieren würde? Nein, haben wir nicht. Das ist gut. Das heißt, wenn wir eine Drogenrichtlinie erstellen würden, die die Einnahme von diesen Drogen verbietet, dann würden sich auch alle dran halten. Dann könnte man das Zeug natürlich hochholen lassen und beim nächsten Händler einfach verkaufen. Sonst bestünde die Gefahr, wir lagern es ein und jemand geht dran und wird dann abhängig. Dann müssen wir das Zeug herstellen oder dauerhaft kaufen. Oder halt eben durch die
durch den Entzug gehen und da werden die Leute dann halt öfter mal, ja, unzufrieden. Das ist ja auch, ja, durchaus verständlich, aber das sorgt dann für Probleme. So, schauen wir mal kurz, Rick. Leicht versteckt, okay. 62%, Immunität 65%. Eieiei. 63, 65. Die sind, Malaria ist halt auch nicht so leicht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Jetzt liegt die gute Medizin da oben. Ja, lass sie da liegen. Die Kräutermedizin ist nicht wirklich viel schlechter. So, Livy macht schon wieder automatisch die Versorgung, nimmt auch hier die gute Medizin und macht das gleiche bei Teddy direkt. Sehr schön, da haben wir eine gute Ärztin, die sich auch von selbst kümmert. Normalerweise muss man ständig hinterherlaufen und das alles selber machen. Vor allem, wenn man ungeduldig ist wie ich. Ich drücke dann immer gerne auch andere Aufgaben weg. Einfach schnell behandeln, das ist für mich auch der richtige Weg. Normalerweise, gerade bei Malaria oder den schwereren Sachen, es gibt ja auch noch Pest. Da muss man dann auch schon auf Zack sein, finde ich. Damit da nichts passiert. Körper. So, die Immunität ist jetzt auf jeden Fall schon mit einem deutlichen Vorsprung. Moment, Rick. Aber aufstehen geht aber trotzdem nicht. Steht ihr einfach auf. So, und hier ist der Abstand auch gut. Rick ist relativ unzufrieden. Zurückgewiesen von Livy. Tja, das ist natürlich auch total blöd, wenn man sich in die einzige Frau verliebt, die schon verheiratet ist mit dem anderen Typen, der zu den Leuten gehört, mit dem man abgestürzt ist. Dumm gelaufen. Fühlt sich entsetzlich, ist krank, abscheuliche Umgebung. Ja, hier müssen wir unbedingt was tun. Hat kein bionisches Körperteil. Der ist prothesenbegeistert, der Rick, und möchte gerne natürlich eine Prothese tragen. Wenn es ihm im Kampf mal zufallen sollte, dass er ein Bein oder einen Arm verliert, dann können wir da ja gerne mal was dran tun. Abscheuliches Krankenhaus, das stimmt auch. Ohne Kältewelle. Ohne Kältewelle. Und wir haben überhaupt gar keine Heizungen. Das könnte unangenehm werden. Ich glaube, dann müssen wir jetzt uns um Heizungen kümmern. Das ist natürlich... ich sag mal, vom Energiebedarf geht das noch. Schade. Eins habe ich nicht bedacht. So schön das ist mit den Badezimmern in der Mitte, die Räume können sich keine, also die jeweils äußeren Räume, der und der, die können sich keine Heizung teilen. Nur die Räume, die zusammenliegen. Von daher sparen wir zwar schon ein bisschen Heizung, aber nicht so viel, wie ich gerne möchte. Wir brauchen zunächst einmal... Ach, wir haben übrigens auch die Climate Control Mod drin. Das heißt, wir werden diesmal auch wieder mit der zentralen Klimakontrolle arbeiten, aber halt nicht am Anfang. Und deswegen gibt es jetzt erstmal... Wo ist denn Temperatur? Mein Gott, da. Gibt es jetzt erstmal eine normale Heizung. Hier... Ja, die beiden Zimmer sind eigentlich frei, wir machen es trotzdem. Hier und natürlich auch in den Einzelzimmern. Hier und hier. Außerdem brauchen wir eine Heizung in der Küche. Also da ist es Pflicht, finde ich. Und ansonsten hier noch nicht, würde ich sagen, obwohl... Ach komm, stell eine rein. Ich stelle die jetzt mal ganz doof in die Mitte, die kommt später woanders hin. Und da brauchen wir noch ein paar Lüftungen und wir nehmen hier dieses Overwall-Vents. Und dann machen wir einmal hier eine Lüftung. Ich sage euch, warum das wahrscheinlich Blödsinn ist, weil die Badezimmer müssen auch beheizt werden. Ja, das mache ich doch anders. Wir bauen die Lüftung. Wir setzen die aber hier rein. Das natürlich geschickt zu machen. Ist aber unrealistisch, dass dieses Zimmer das fremde Badezimmer heizt. Darum machen wir es nicht. So, also wir machen hier eine Lüftung rein. Hier. Na, hoppla. Verklickt. Und wir werden dann doch in jeden Raum eine Heizung bauen. Das ist, wie gesagt, nur jetzt am Anfang ein Problem. Später relativ egal. Die kosten natürlich jetzt auch jede Menge Stahl. 65, wie viel haben wir denn momentan? Stahl ist irgendwie ein Thema, obwohl wir eigentlich, ja gut, der ganze Kram liegt hier und wird nicht getragen. Was ist denn mit dem Tragetier los? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass das Lager hier voll war. Jetzt haben wir das ganze Zeug hier dringend gemacht. Ist dann halt so. So, gucken wir nochmal auf die Krankheit.
Friedensgespräche, ja, okay. 74-60. 75-60. Okay. Behandlung ist jetzt notwendig. Levi trägt noch. Wir gucken kurz, ob sie selbst kommt. Ist eine einfache Mahlzeit. Na klar, ihre eigenen Bedürfnisse müssen auch gestillt werden. Versorgt Rick. Okay. Jetzt liegt auch Medizin hier. Die gute. Das ist gut. Mais ist erfroren. Ja, hervorragend. Ja, das betrifft übrigens nicht den Mais hier, sondern den Mais auf dem Feld. Nur um das mal klar zu sagen. Gut, okay, die beiden sind versorgt. Die sind natürlich auch super kalt. Oh, das ist gar nicht gut. Die Heizungen hier sind natürlich auch nicht fertig. -7 Grad. Oh, Livy, du kannst doch bauen. Gut. So. Taglilie erfroren. Minus 14 Grad innen. Hier ist kein Dach. Ah, nein. Ich habe doch immer darauf hingewiesen am Anfang. Achte drauf, kein Dach zu entfernen. Ich blöd, Mann. Oh nein, oh nein, oh nein. Livy, du musst aufstehen. Du musst dich Dreck reinigen, du musst das Dach errichten. So, haben wir es jetzt komplett drüber? Nee, komm, mach's fertig. Du holst dir ja den Tod sonst. So. Jetzt wird's wärmer. Jawohl. Können wir mal schauen. Also hier wird die Temperatur jetzt langsam angenehm. Hypothermie, Cho. Cho bauen? Wie war das nochmal? Er kann die Ressourcen schon mal hinbringen. Soll er das machen? Ob er jetzt bei minus 20 Grad schläft oder bei minus 24 Grad draußen eben die Sachen ranträgt. Wann ist die Behandlung nötig? In 2,3 Stunden. Livy hat super Laune. Die soll mal aufstehen. Die Heizung machen. Kommt einfach mal so ein Kälteeinbruch, ne? Ist natürlich auch nicht nett, aber nun ja. So, da ist die nächste Heizung. Cho bringt die Ressourcen hierfür. Das geht übrigens auch dank einer Mod, dass man den Leuten sagen kann, hier Ressourcen anliefern für diese Baustelle. Ganz wichtige Mod. Die beiden kommen hier bald raus, deswegen baue ich jetzt hier keine Heizung. 84 zu 58. 84 zu 61. So, schaut mal, hier friert auch das ganze Zeug draußen ein. Das sieht natürlich krass aus, ne? Hier bewegt sich sonst alles, das ist alles im Stillstand. Cho hat immer noch Hypothermie. So, Cho kann jetzt, genau, der kann jetzt... Ah, der ist zu einem Ort gegangen mit wärmerer Temperatur. Witzig. Das habe ich auch noch nie erlebt, aber finde ich natürlich gut. Das ist natürlich goldrichtig auch. Ja, Cho. Mit Hypothermie erstmal draußen spielen gehen. Kann man machen. Ist Teddy auch versorgt worden? Nein. Ich glaube, es geht los. Was ist denn da los? Hier nicht die Pflicht vergessen. Vorhin noch gelobt. Dann geht sowas los. Sehr schön. Gut, wir haben einige Räume beheizt. Die frei sind, nicht. Die anderen schon. Diese Hypothermie ist im Übrigen... ist schon stark.
Den lassen wir jetzt da stehen. Jetzt ist er nur noch leicht. Einfach im Kampfmodus stehen lassen. So. Irgendwann geht er wieder raus. Moment, Teddy, was ist los? Teddy ist aufgestanden. 90%. Eigentlich kann man sagen, es ist sicher. Warte mal, Teddy. Nee, ich kann das Bett jetzt nicht zum Krankenbett machen. Er soll da schlafen. Mein Gott, den beiden geht's ja noch relativ gut hier. Der Abstand von Krankheit und Immunität ist jetzt allerdings schon so groß, dass man eigentlich sagen kann, es kann gar nicht mehr viel passieren. Trotzdem. Ich möchte in dieser frühen Phase auf keinen Fall jemanden verlieren. Nicht mal jemanden wie Cho. So, hier ist es aber auch gleich geschafft. 93%. 94%. Wunderbar. Jetzt schneit's. Starker Schneefall. Minus 27 Grad. Der Kälteeinbruch ist doch ziemlich hart. Das ist ja schon fast wie Spielen im Eisbiom. Das haben sich ja so viele gewünscht. Ich habe das also zur Kenntnis genommen. Ich muss das auch mal sagen. Ich weiß, dass ihr das gerne sehen wollt. Und ich mache das auch. Ich habe gesagt, auch schon wann. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass wir mit der Version 1.0 das mal machen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt zum Start der 1.0, aber mit der 1.0 spielen wir auf jeden Fall dann auch mal Eisbiom. Das kann ich euch schon sagen. So, Teddy, komm, zeig mal. Behandlung wäre nötig. 97%. Ach komm. Die können laufen. Da passiert nichts mehr. Die können aufstehen. So, Störung im Wallcooler. Das ist bei den Temperaturen kein Problem, dass der Kühler ausgefallen ist. Da ist es sowieso viel kälter. So, 20 Grad. 20 Grad, ja. Okay, dann kann jetzt der Rest langsam gebaut werden. Es geht jetzt auf jeden Fall weiter. Na klar, jetzt will Rick kochen. Das kann ich mir vorstellen, dass der bei der Hitze gerne am Herd steht. Das ist einer, also naja. Da würden wir, glaube ich, auch nicht anders machen, oder? Man kann es irgendwie total gut nachvollziehen. So. Jetzt, wo das ganze Zeug da hinten steht, müssen wir uns überlegen, wo wir die Steine dauerhaft lassen wollen. Wir könnten eigentlich mal Tier jagen hier. Zum Beispiel das Riesen... Ja. Das Riesenfaultier hat die Karte verlassen. Auch nicht schlecht. Ich dachte, das jage ich jetzt. Habe ich aber leider nicht mit gerechnet, dass das jetzt einfach abhaut. Naja, das Faultier möchte vielleicht auch lieber irgendwo hin, wo es wärmer ist. Vielleicht zieht es in den Süden. Wir werden es nie erfahren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schönen Tag noch, dein Dr. Wolfsherz. Ciao.